Siegfried Lüger, der Finanzminister im großen Jahresrückblick. Ja, willkommen bei Fellner Live und wir starten heute die Sendung, muss man sagen, eigentlich mit dem wichtigsten Interview des Jahres für Sie, denn bei uns zu Gast ist Finanzminister Hartwig Löger. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Das wichtigste Interview des Jahres deswegen, weil dieses Interview, das kann Ihnen zu Hause mindestens, wenn Sie ein Kind haben, 1500 Euro, vielleicht sogar mehr einbringen, wenn Sie gut aufpassen, was der Finanzminister uns jetzt in diesem Interview sagt. Herr Finanzminister, Sie haben gestern Ihre Bilanz vorgestellt, eine Bilanz mit Substanz haben Sie es genannt. Ganz großer Bestandteil dessen war eben der Familienbonus, den man ab sofort beantragen kann. Da gibt es ein Online-Formular. Ja. Wie genau funktioniert denn das jetzt? Wie komme ich zu meinen 1500 Euro? Also wir haben die Chance, dass wir die wirklich größte Entlastungsmaßnahme, die es für Familien in Österreich je gegeben hat, jetzt mit Jänner 2019 in die Wirkung bringen. Wir haben das 2018 beschlossen und wir haben die Chance gegeben, bereits jetzt in Form auch des monatlichen Gehaltes über den Arbeitgeber diesen Familienbonus Plus in Anspruch zu nehmen. Notwendigerweise ist es in ähnlicher Form wie beispielhaft auch eine Pendlerpauschale organisiert. Es gibt das Formular E30 genannt, klingt etwas technisch, aus dem heraus die Chance ist, bei dem Arbeitgeber diesen Antrag einzubringen und damit bereits ab dem Jännergehalt laufend monatlich im Jahr 2019 diesen Familienbonus Plus in Anspruch nehmen zu können. Das heißt, sozusagen auf gut Deutsch, ich bekomme ab Jänner knapp 130 Euro im Monat auf mein Konto überwiesen von meinem Arbeitgeber. Das Thema ist, es geht dann über die Lohnabrechnung, wird dann sozusagen diese reduzierte Steuerbelastung sozusagen abgezogen und damit ist dieser Wert nettomäßig ab dem Jännergehalt zur Verfügung. Wir haben es ja so aufgebaut, dass wir für jene Familien, die Steuern zahlen, die Chance geben, bis zu 1500 Euro in der Nettowirkung pro Jahr, pro Kind, auch in Form dieser Steuerentlastung in Anspruch nehmen zu können. Mhm. Wie viele, kann man das überhaupt schon abschätzen, wie viele Familien schätzen Sie, werden diesen Familienbonus in Anspruch nehmen? Theoretisch sind es, glaube ich, 950.000, die Anspruch hätten. Ja. Haben Sie da schon Schätzungen, wie viele Sie glauben, die es dann auch wirklich aktiv einbringen werden, dieses Formular? Ja, also wir gehen davon aus, dass es alle Familien in Österreich, die den Anspruch haben, das sind eben rund 950.000 Familien, in Summe sind es rund 1,6 Millionen Kinder, die in dieser Familiensituation dahinter stehen. Und das, gehen wir davon aus, werden alle auch in dieser Form bekommen, weil es nicht nur die Chance gibt, jetzt durch die Beantragung monatlich im Vorfeld sozusagen das monatlich bekommen zu können und in Anspruch zu nehmen, die Entlastung. Es gibt auch die Chance dann im Nachhinein über die Arbeitnehmerveranlagung sozusagen am Beginn des Jahres 20 rückwirkend den Gesamtbetrag auch im Nachhinein nehmen zu können. Also das heißt, wenn man es nicht jetzt einreicht und laufend in Anspruch nimmt, hat jeder die Chance, dann im Nachhinein das im Ausgleich des Jahres mit zu berücksichtigen. Das heißt, wenn ich den Jänner beispielsweise verpasse und erst mit Februar einsteige und es erst dann ab dem Februargehalt bekomme, könnte ich den Jänner im Endeffekt über meine Arbeitnehmerveranlagung ganz noch genau nachverrechnen. Also es geht nichts verloren, das ist das Wichtigste dabei. Dieser Familienbonus Plus steht allen, die den Anspruch in der Form nehmen können, zur Verfügung. Entweder im Vorfeld der monatlichen Entlastung oder dann im Nachhinein über die Arbeitnehmerveranlagung. Jetzt war das eben auch Ihr erstes Jahr als Minister. War dieser Familienbonus rückblickend betrachtet das Größte, was Sie in dem Jahr weitergebracht haben? Oder worauf sind Sie besonders stolz? Ja, ich denke, das Jahr hat für mich als Politiker spannend begonnen, weil es war nach knapp 90 Tagen schon das schöne Thema, ein Doppelbudget für 2018 und 2019 präsentieren zu dürfen. Das war natürlich einmal die Basis und die Voraussetzung, um auch eine neue Trendwende in dem Bereich einzuleiten, in der Budget- und Finanzpolitik für Österreich. Wir haben darin auch klargelegt, dass wir es schaffen können, 2019 erstmals nach 65 langen Jahren des Schuldenmachens in Österreich erstmalig auch einen Überschuss zu erreichen. Das wird auch 2019 soweit sein. So gesehen war der erste Höhepunkt einmal, diese Basis zu legen für eine Entschuldung Österreichs, für gleichzeitig aber auch Entlastungsmaßnahmen. Und da war sicher der Familienbonus Plus das größte Element, das wir schon 2018 beschließen konnten. Jetzt haben Sie gerade dieses Doppelbudget angesprochen, geplant ist, und Sie haben das ja auch unlängst wiederholt, ab dem Jahr 2019 ein Überschuss. Jetzt hat der Fiskalrat, also die Wirtschaftsweisen Österreichs, vor knapp einer Woche gesagt, na, das geht sich schon heuer aus. Was stimmt denn jetzt?
Also ich gehe davon aus, dass das, was wir geplant haben für 2018, dazu führen wird, dass es heuer noch nicht gelingen wird, auch aus tagesaktueller Situation. Wir haben uns ganz genau auch angesehen in den Detailzahlen, die wir haben, über die Steuereinnahmen, über die Gesamtentwicklung, wird es zwar ein bisschen besser sein, als wir noch für 2018 ursprünglich geplant hatten. Wir sind ausgegangen von einem Defizit von rund 2 Milliarden Euro, das für das Jahr 2018 sozusagen im Budget eingeplant war. Ich gehe heute davon aus, aufgrund auch durchaus berechtigt, wie vom Fiskalrat auch dargestellt, Entwicklungen. Ich gehe aber davon aus, dass wir wahrscheinlich in einem Bereich so um die oder knapp unter einer Milliarde auch landen werden, aber es wird damit noch immer ein geringes Defizit sein. Sage dazu, das heißt, ich freue mich aber auch positiv. Also wir gehen davon aus, dass das sozusagen mit 0,3 noch ein Defizit sein wird. Also ein ganz Prozent, ein leichtes. Ja. Es gab schon Finanzminister, die sich gepriesen haben, mit so einem Ergebnis schon alles erreicht zu haben. Krasser war das ja noch ein Nulldefizit damals. Und ich sage aber ehrlich dazu, solange wir mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen, würde ich es noch nicht bezeichnen als Erfolg. Und so gesehen, ja, es wird 2019 soweit sein, aus heutiger Sicht, dass wir es wirklich schaffen, dann einen echten Überschuss und damit wirklich ein Nulldefizit im positiven Sinne zu erreichen. Die Opposition hat ja kritisiert, dass ihr Budget eigentlich nicht besonders ambitioniert ist, weil die Wirtschaft ohnehin so brummt und der Überschuss ab dem nächsten Jahr weitaus größer sein könnte, meint die Opposition, und heuer wäre sich auch schon ein Überschuss ausgegangen. Was halten Sie dem entgegen? Also ich schmunzle auch heute dazu. Ich habe es auch im Parlament beschmunzelt im Sinne der Kommentierung, vor allem auch der Opposition. Nehme zur Kenntnis, dass man in dem Bereich sozusagen auch kritisch immer bleiben muss. Faktum ist aber, ich habe es vorher erwähnt, 65 Jahre lang hat es in Österreich niemand sozusagen zustande gebracht, regierungsarbeitstechnisch einen echten Überschuss zu erarbeiten. Und da gab es auch Konjunkturphasen, die waren teilweise zweistellig im Wachstum und deutlich besser als das Wachstum, das wir jetzt haben. Also so gesehen, glaube ich, ist es schon eine Leistung. Und vor allem deswegen, wir haben ja auch durch gezielte Maßnahmen der Einsparung rund 2,5 Milliarden an Einsparungen im System uns erarbeitet, die uns die Chance geben, auch diesen Überschuss in dem Bereich zu erzielen. Und zusätzlich geben wir eben aus dem heraus auch Entlastung. Alleine der vorher angesprochene Familienbonus Plus hat in Summe eine Entlastung von 1,5 Milliarden Euro, die wir dafür schon einsetzen können. Und daher sage ich dazu, ja, möge jeder kommentieren. Ich glaube, wir können stolz darauf sein, dass diese Regierung diese klare Linie setzt und auch sich dazu bekennt, diesen Schuldenabbau für Österreich zu machen, gleichzeitig zu entlasten und trotzdem durch Einsparungen im System ein Nulldefizit zu erreichen. Das heißt, heuer noch ein ganz kleines Mini-Defizit von 0,3% und ab dem nächsten Jahr dann ein Überschuss. Den wollen Sie dann auch durchziehen bis zum Ende der Legislaturperiode? Das also ist Ihr Ziel? Mein Ziel ist klar formuliert, dieses Thema der Schuldenpolitik nachhaltig in dem Bereich sozusagen zur Entschuldung zu legen. Das heißt, wir wollen geringere Schulden machen, die Schulden abbauen, konsequent dranbleiben. Und das können wir nur durch einen nachhaltigen Überschuss und eine solide Budgetpolitik erreichen. Das heißt, wenn wir den ersten Schritt 2019 machen, gehe ich davon aus, werden wir auch in den nächsten Jahren sehr sorgsam arbeiten, um weiterhin einen Überschuss zu haben, obwohl wir natürlich auch planen, weitere Entlastungsmaßnahmen zu setzen. Dann gab es die EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr. Da waren Sie ziemlich im Einsatz. EU-Budget, Digitalsteuer sind, glaube ich, mehr oder weniger jeden zweiten Tag nach Brüssel gechattet und Straßburg. Jetzt im Nachhinein, was bleibt über von diesem halben Jahr EU-Ratspräsidentschaft? Ja, also ich freue mich, dass es wirklich gelungen ist, Österreich auch in Brüssel in einer sehr aktiven, in einer sehr erfolgreichen Form zu präsentieren. Wir haben alleine im Finanzbereich, in unserem Verantwortungsbereich gesprochen des Ressorts, 17 Dokumente entverhandeln können und finalisieren können. Das ist ein Wert, der auch bestätigt von Brüssel, von der Kommission, von der Ratsseite her, noch niemand in einer Ratspräsidentschaft geschafft hat, so viele Abschlüsse erzielen zu können. Das heißt, wir haben hier gezeigt, dass wir als Österreicher wirklich in der Lage sind, Brücken zu bauen, auch Verbindungen zu schaffen, ehrlicher Broker zu sein, Vermittler zu sein. Und das ist ein großer Erfolg, der gelungen ist. Nebenbei haben wir auch den Haushalt 2019 erfolgreich mit dem Parlament verhandeln können, obwohl schon spürbar war,
dass hier die EU-Wahl, die bevorstehende, natürlich auch die Parteien im Parlament teilweise schon zu Begehrlichkeiten gebracht hat. Aber wir haben eine gute, seriöse Abschlussbasis gefunden. Die wichtigen Themen sind 2019 finanziert. Thema Frontex, Außensicherung, gleichzeitig Investitionen für Forschung, auch für Jugend, Erasmus-Programm. Also das sind die positiven Aspekte auch im Haushalt 2019. Mhm. Dann gab es die Digitalsteuer. Da haben Sie wie ein Löwe gekämpft, aber konnten sich gegen, sag ich mal, die Großen nicht ganz durchsetzen. Woran hat es im Endeffekt gehapert, dass man da zu keiner Einigung gekommen ist? Also auch da vielleicht vorweg die Aufklärung. Es ist wirklich gelungen. Ja, Kampf wie ein Löwe nehme ich mit, ja, weil wir haben uns intensivst mit diesem Thema beschäftigt. Wir wollen diese faire Besteuerung, gerade für diese digitalen Großunternehmen Google, Amazon, die versuchen hier auch in Österreich ja, Umsätze, Gewinne zu erzielen, aber keine Besteuerungsgrundlage derzeit liefern. Daher ist das ein Thema, das für uns wichtig ist. Wir haben es geschafft, mit großem Druck, auch mit großem Einsatz, dass alle Länder bereit waren, auch an einem Entwurf mitzuarbeiten. Ein technisch fertiger Entwurf, den wir auch im Dezember, am 4. Dezember zur Abstimmung bringen konnten. Das, was gekommen ist, war aber, dass kurzfristig Deutschland und Frankreich einen eigenen Ergänzungsvorschlag im Dezember eingebracht haben, der jetzt auch noch weiter von der Kommission ausgearbeitet werden muss und dann Anfang nächsten Jahres auch zum Vorschlag kommen wird. Das heißt, hier gibt es eine Sondersituation, dass eben Deutschland, Frankreich noch ergänzend einen eigenen Vorschlag verhandelt haben. Und das ist eine Situation, die wir zur Kenntnis nehmen müssen. Aber es ist durch uns gelungen, dass das Thema wirklich so weit gediehen ist, dass wir in der Lage sind, einen Beschluss zu fassen. Sie glauben, dass es eine Einigung geben wird nächstes Jahr auf diesen Vorschlag der Deutschen und der Franzosen? Also die Chance ist gegeben. Ja, wir haben den Weg aufbereitet. Wir haben es geschafft, in dem halben Jahr unserer Präsidentschaft aus 20 Skeptikern mehr als 20 Interessierte zu machen. Ja, und wir sehen sehr wohl die Chance, auch diesen Kompromissvorschlag, wo ich sage, frei, er ist leider reduzierter, als unser Gesamtvorschlag war. Aber dieser reduzierte Vorschlag bezieht sich genau auf den gleichen Inhalt, den wir auch in Österreich als Eigenlösung gesetzt hätten oder auch setzen werden, wenn es europäisch keine Einigung gibt. Bis wann geben Sie der EU da jetzt das Ultimatum, eine Lösung zu finden, beziehungsweise ab wann sagen Sie, nein, dann mache ich selber in Österreich? Also wir haben im Dezember jetzt beim ECOFIN gar beschlossen, so schnell wie möglich ist die Kommission gefordert, diesen Vorschlag jetzt auszuformulieren von Deutschland und Frankreich. Ich baue darauf, dass spätestens im März beim ECOFIN darüber die Entscheidung fallen wird. Und ich bin auch vorbereitet, dass wir in Österreich sehr rasch und schnell auch eine österreichische Lösung daraus umsetzen können. Mhm. Jetzt war das ja auch Ihr erstes Jahr in der Politik, also in der Regierung. Wie bilanzieren Sie es? Ja, davor in der Privatwirtschaft, jetzt in der Politik. Haben Sie es bereut, dass Sie in die Politik gewechselt sind, hin und wieder mal? Also ich könnte es etwas blumig formulieren. Ich hatte Gott sei Dank nicht viel Zeit, darüber nachdenken zu müssen oder können. Ganz im Gegenteil, aber Spaß beiseite. Es ist eine ehrliche Aussage. Es ist mit Sicherheit die intensivste, herausforderndste Zeit meines beruflichen Lebens. Gleichzeitig auch die spannendste. Ja, und aus dem, was ich wahrnehme, sowohl in dem, was wir in Österreich bewegen konnten, jetzt schon, und auch auf der internationalen Ebene ein begeisterndes Jahr. Und so freue ich mich, dass ich die Chance bekommen habe, hier auch in dieser Regierung mitzuarbeiten. Und die Freude ist sicher genauso groß, auch im nächsten Jahr und in dieser Periode weiterzuarbeiten. Mhm. Stichwort nächstes Jahr 2019, das wird ja eigentlich Ihr Jahr, muss man sagen. Es wird das Jahr der Steuerreform, startet gleich mit einer Regierungsklausur am 10. und 11. Jänner, wo die Details dieser Steuerreform beschlossen werden sollen oder vorgegeben werden sollen. Wie sieht es denn jetzt aus? Gestern bei der Bilanzpressekonferenz hieß es 5 Milliarden Entlastungsvolumen. Ist das die Zahl, die jetzt in Stein gemeißelt ist? Kann es vielleicht sogar ein bisschen mehr werden? Auf wie viel Entlastung dürfen wir uns freuen? Also es ist derzeit gar nichts in Stein gemeißelt. Wir haben jetzt schon über viele Monate in Arbeitsgruppen auch erarbeitet, welche Möglichkeiten wir sehen, diese Steuerentlastungsreform auch zu definieren. Es geht uns dabei ja nicht nur um Entlastung im monetären Bereich. Wir wollen auch sicherstellen, dass es eine strukturelle Erleichterung gibt, Dinge einfacher machen, transparenter machen, dass die Menschen es wieder verstehen, welche Wirkung auch in dem Bereich sozusagen an Entlastung drinnen ist.
Wir haben vorher gesprochen über einen großen ersten Entlastungsschritt, den Familienbonus Plus. Ja, wir werden durch die Steuerentlastungsreform ab 2020 in der Wirkung weitere Schritte setzen. Wir haben aber auch jetzt noch nicht fixiert, das wird im Rahmen der Klausur auch die Diskussion sein, in welcher Form und in welchem Volumen wir wann welche dieser Umsetzungsschritte machen. Aber es geht ja auch um eine Vereinfachung des Steuersystems. Ja. Was verstehen Sie darunter, Vereinfachung des Steuersystems? Weniger Steuersätze, leichtere Handhabe für mich, wenn ich meine Veranlagung mache. Was heißt das? Also es heißt an Beispielen zum Beispiel gemeinsame Bemessungsgrundlagen schaffen im Bereich von Sozialversicherungsbeiträgen bzw. Steuergrundlagen. Wir haben auch jetzt beispielhaft im unternehmerischen Bereich die Situation, dass es dort teilweise Notwendigkeit gibt, doppelte Bilanzen zu legen, ja, eine Steuerbilanz, eine Unternehmensbilanz. Ja. Wir werden über Pauschalierungslösungen versuchen, Dinge einfacher zu gestalten. Wir haben für Kleinstunternehmerinnen und Unternehmer auch über die Pauschalierung die Chance, dass sie nicht mehr jetzt notwendigerweise große Berichte, Reportings geben müssen, sondern über Knopfdruck online-mäßig sozusagen auch dann ihren Jahresabschluss steuertechnisch abschließen können. Also es wird eine Vielzahl von Maßnahmen geben, die auch zum einen die Transparenz erhöhen und zum anderen in der Abwicklung der Steuerthematik die Dinge schneller, effizienter gestalten lassen. Jetzt hat der Bundeskanzler in einem Interview mit der Tageszeitung Österreich vor einer Woche gesagt, ein Teil dieser Steuerreform ist für ihn auch eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge. In welcher Form soll das kommen? Also wir haben ja mit dieser Steuerentlastungsreform auch klar deklariert, dass wir gezielt in erster Linie die kleinen und mittleren Einkommen entlasten werden. Ja, das heißt, diese Stoßrichtung gibt es. Und dabei wollen wir auch, so wie es Kanzler Kurz auch richtig angesprochen hat, dafür Sorge tragen, dass auch bei den kleinen Einkommen, wo die Steuerentlastung eigentlich nur einen geringen Teil noch an Spielraum hat, dass wir da auch durch Senkung im Bereich der Sozialversicherungsbeiträge eine zusätzliche direkte Wirkung erzielen wollen. Unser großes Ziel ist ja, dass wir in Summe die Abgaben- und Steuerquote in Österreich deutlich senken in Richtung 40%. Und so gesehen ist das nicht nur ein reines Steuerthema, sondern auch ein Thema der Sozialversicherungsbeiträge. Wenn Sie sagen, in Richtung 40%, sollen es weniger als 40% werden, also sprich 39, 38? Ja, also diese Zielgröße haben wir uns gesetzt zum Ende unserer Regierungsperiode. Ja, und ich gehe davon aus, wir werden hier auch mit der Steuerentlastungsentscheidung dann schrittweise dieses Ziel erreichen können. Es wird aber auch davon abhängen, wie die Konjunkturentwicklung in den nächsten Jahren sich weiterentwickelt. Und aus dem heraus gehe ich davon aus, dass es, wenn es gelingen kann, ja, auch noch weiterzugehen, schließe ich jetzt einmal nicht aus. Derzeit sehen wir es aber, dass wir mit 40% oder auch knapp darüber die Chance haben, abzuschließen. Wenn Sie sagen, Sozialversicherungsbeiträge senken, bezieht sich das auf Krankenversicherungsbeiträge oder welche Versicherungsbeiträge kann man da senken? Also es gibt im Bereich der Sozialversicherung eine sozusagen mehrfache Arbeitslosenversicherung, Basis. Darum sage ich nicht, wir sind dabei zu kalkulieren und wollen hier auch zielgerichtete Entscheidungen treffen. Kann das heute noch nicht ausführen, weil es diesbezüglich noch Diskussion gibt. Der ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat schon gewarnt oder war alarmiert, hat gesagt, na, wenn die Sozialversicherungsbeiträge gesenkt werden, verschlechtern sich auch die Leistungen. Können Sie das ausschließen? Also ich schließe das aus. Wir haben ja auch nicht nur über dieses Element, was die Sozialversicherungsbeiträge betrifft, sondern auch durch die Reform der Sozialversicherungen generell uns vorgenommen, dass es in erster Linie zu einer Harmonisierung der Leistungen kommt, im positiven Sinne und vor allem durch die Effekte der Einsparungen die Möglichkeit gegeben sein wird, hier durch Effizienzsteigerungen auch eine bessere Grundlage zu legen. Und wir schließen ganz klar aus, es darf und wird hier nicht in irgendeiner Form zu Leistungseinschränkungen kommen. Ganz im Gegenteil, diese Reformen zielen darauf ab, dass wir die Situation der Österreicherinnen und Österreicher verbessern. Abschließend noch die kalte Progression. Ich glaube, seit Jahrzehnten wird darüber gesprochen, sie abzuschaffen. Diese Regierung hat sich das auch zum Ziel gesetzt. Jetzt hieß es zuletzt aber, das Ganze wird ein bisschen hinausgeschoben. Wann wird denn jetzt die kalte Progression abgeschafft? Also es ist das Element, dass wir durch eine Steuerentlastungsreform die Chance jetzt nutzen, dass wir dieses Thema der Inflation auch
positiv bewältigen können, indem diese kalte Progression eigentlich gar nicht in die Wirkung kommt durch Maßnahmen der Entlastung, die wir in der Steuerentlastungsreform auch setzen werden. Wir wissen auch, bestätigt durch externe Experten des Wirtschaftsforschungsinstituts, auch auf internationaler Ebene, dass es sinnhaft ist, dann diesen Effekt abzuwarten, um dann im nächsten Schritt auch eine Diskussion zu führen über die Abschaffung der Progression. Genau das haben wir auch im Regierungsprogramm definiert. Aus heutiger Sicht gehe ich davon aus, wird es wahrscheinlich am Ende der Regierungsperiode genau zu dieser Entwicklung kommen. Also 2022? Aus heutiger Sicht gesprochen ja, hängt aber auch zusammen mit dem, was wir an Entscheidungen treffen in der Steuerentlastungsreform. Mhm. Noch zuletzt, es gibt diese Bagatellsteuern, beispielsweise Sektsteuer, die vor einigen Jahren eingeführt werden, wo viele sagen, bringt jetzt nicht allzu viel Geld, ist eigentlich nur mühsam und kostet die Leute aber halt wirklich was beim Einkaufen. Wollen Sie diese Bagatellsteuern teilweise abschaffen, beispielsweise die Sektsteuer? Also es ist ein Element, das wir auch in Diskussion haben. Mhm. Ja, auch aus dem Vorschlag heraus der Arbeitsgruppen sind diese Themen erarbeitet worden. Generell kann man sagen, es macht ja keinen Sinn, dass ich eine Einnahmesteuerseitig sozusagen wähle, die in Ihrem Aufwand, so wie Sie es formuliert haben, eigentlich mehr kostet, als sie dann bringt, auch in der Verwaltung administrativ uns Arbeit macht und in Wirklichkeit weniger Effekte hat. Das heißt, diese Themen werden wir bewusst uns anschauen und ich gehe davon aus, auch positiv lösen. Also eine Sektsteuer wird es nicht mehr geben künftig? Also wie genau die Definition sein wird, wir werden uns auch die Kalkulation dahinter ansehen. Wenn es genau diesen Effekt gibt, dass der Aufwand höher ist als der Ertrag, dann bin ich aus meiner privatwirtschaftlichen Prägung heraus klar und sicher, dass wir das nicht weiterführen. Okay, zum Schluss noch 2019, Steuerreform haben wir schon angesprochen, ist das eine große Thema. Das zweite große Thema dieser Regierung ist die Pflege. Mhm. Da wird jetzt ein Masterplan Pflege erarbeitet. Die offene Frage ist, wie wird das Ganze finanziert? Das ist ja ein Riesenbrocken, einige Milliarden. Was ist denn Ihre Präferenz für eine Gegenfinanzierung dieser Pflegereform? Also von meiner Seite ist einmal wichtig, und wir haben das auch bei der heiklen Diskussion über den Pflegeregressentfall, ja, ein Beschluss noch der Vorgängerregierung, etwas verunglückt aus meiner Sicht in der gesetzlichen Formulierung. Wir haben es geschafft, dass wir mit den Ländern uns einig geworden sind über die Mehrkosten, ja, die natürlich jetzt auch eine Belastung im Budget darstellen, die wir bearbeiten können. Aber ich habe damals auch schon in den Diskussionen immer klargestellt, wir brauchen eine gesamthaftere Betrachtung dieses Themas. Und das findet auch statt, so wie vereinbart, die politische Diskussion darüber, dass man eine gesamthafte Thematik der privaten Pflege auch im Einklang mit der Pflege im Heim sozusagen gut abstimmt. Die Kosten, die wir dafür haben, müssen auch nachhaltig langfristig gesichert werden. Im Bereich der Finanzierung, sage ich dazu, gibt es mehrere Varianten und Überlegungen, die in Diskussion stehen. Unter anderem ja auch ein Thema einer Versicherungslösung. Ich sage aber auch klar dazu, ja, wir müssen die Gesamtziele im Auge bewahren. Wenn wir die Abgabenquote und die Steuer- und Abgabenquote in Österreich senken wollen, so wie vorher gesagt, in Richtung 40%, dann braucht es auch sozusagen in dem Bereich Lösungen gesamthaft, die dieses große Ziel nicht gefährden. Und daher ist es aus meiner Sicht zu früh, jetzt schon über diese Gegenfinanzierungsmodelle zu reden. Zuerst brauchen wir den Lösungsansatz, um zu wissen, in welcher Dimension bewegen wir uns und das sinnhaft mit der Budget Gebarung, aber auch mit dem Steuer- und Abgabenquotenbereich in Verbindung zu bringen. Der Kanzler hat zuletzt eine Präferenz für eine Pflegeversicherung geäußert. Könnten Sie sich das vorstellen? Nochmal, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja, die Pflegeversicherung ist eine mögliche Form, aber es ist aus meiner Sicht noch zu früh, sich da zu fixieren. Wir brauchen zuerst die Klarheit darüber, in welcher Form diese Pflege sozusagen Lösung kommen soll, um aus dem heraus auch den richtigen Ansatz dann in der Finanzierung zu finden. Herr Minister, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Gerne. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann sind wir gleich zurück. Diese Woche waren ja auch Kanzler und Vizekanzler bei uns zu Gast und genau zu diesen beiden Interviews ist gleich der Politberater und Experte Thomas Hofer hier. Mit ihm werden wir noch einmal die wichtigsten Passagen dieser beiden Interviews analysieren und danach wird es dann musikalisch, dann ist Dancing Star und ehemalige Skirennläuferin Liz Görgel hier. Also es bleibt spannend, kurze Pause, wir sind gleich zurück.